Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Carina Dies und Das Kanal. Ich, wieder auf der Suche nach Neuheiten, habe sie gefunden. Ich habe bestellt bei Cosmetic for Less. Und zwar die zwei brandneuen Lidschattenpaletten von Essence. Die sind, glaube ich, nur online erhältlich. Zum einen habe ich Blooming Wings. 18 Gramm. Und zwar wären das hier diese tollen Farben. Innen ist auch ein Spiegel. Spread your wings, little butterfly, steht hier noch so als Schriftzug mit drin. Die Palette kostet 9,95 oder 9,99 €. Die andere Palette kostet genauso viel. So, und das wären die Töne. Erinnert mich ein bisschen an eine Palette von Huda Beauty oder auch von Catrice, die Their Nude Palette. Die werde ich swatchen. Wir haben richtige schöne Glitzertöne. Richtige kleine Flakes sind damit drauf. Dann nehme ich mal diesen Ton und hier so entlang einfach mal ein bisschen swatchen, was die Palette hergibt. Schöne Brauntöne, Lilatöne, da kann man richtig tolle Looks damit schminken. Also mit Glitzerpartikel haben sie hier nicht gespart. Das ist ein matter Ton, der ist richtig weich. Also gefällt mir echt gut. Das wäre die Palette. Hat ein schönes Packaging. Mit einem glänzenden Schmetterling. Und gefällt mir sehr gut und ist jetzt in meiner Sammlung. So, dann gab es noch die Essence Code Fancy mit dreifach Y. Die ist sehr erhaben, also ist etwas dicker hier oben, fässt sich auch sehr gut an. Da haben wir auch 18 Farben mit drin. Und hier steht noch Be Fancy, Be Happy. So, was mir halt gefällt, ist halt, dass hier ein paar orangene Töne mit drin sind, die mich ein bisschen so an Herbst erinnern. Werden wir jetzt einen Look schminken, mal gucken, ob man es ein bisschen hinkriegt. Hier ist ja auch ein bisschen Orange drin, also werde ich den Orangeton natürlich benutzen und ich werde über die lila Töne dann gehen. So, kurz abtupfen, weil ich schon wieder schwitze. Ist unglaublich. So. Wir setzen erstmal das Auge ein bisschen ab mit diesem Ton. Die Farben haben keine Namen, was mich persönlich überhaupt nicht stört. Ist ja ein sehr matter Taubton. Da kann man ruhig ein bisschen großzügig drüber gehen, weil das macht so überhaupt nichts. So, ich versuche mal mein Glück in diesen Pumpkin-Ton. Also Kickback habe ich überhaupt keins, zeige ich euch. Das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir mal, wie das hier auf dem Auge performt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich sehe es nur in meinem Spiegel. Eine dezente Farbabgabe. Ich muss mal ein bisschen näher rankommen. So.
Also mir gefällt es gut. Hätte mir die Farbe allerdings viel, viel kräftiger erwartet, aber die ist aufbaubar. Ja, jetzt sieht man was. Mal schnell noch das andere Auge mit. So. Bei mir ist es immer noch warm. Drinnen, draußen geht es jetzt, so dass man nicht unbedingt eine Jacke braucht. Höchstens abends. Aber hier drinnen schwitze ich halt einfach noch. Geht, geht, geht gut. So, dann nehmen wir diesen dunklen Lilaton, den setze ich mir jetzt hier hinten an. Mal sehen. Oder nehme ich lieber mal einen anderen Pinsel? Wir probieren es mal. Oh, der hat leichtes Fallout. Da muss man wirklich aufpassen, dass man wirklich nicht zu viel nimmt. Aber es lässt sich sehr gut auftragen. Oh, es wird da was zum Dahinschmelzen für mich. Wenn man bedenkt, schon wieder neue Paletten. Also hier können wir wirklich arm werden. Aber ich kann mich daran halt immer erfreuen. Mir gefällt das halt. Und ich lasse euch gerne daran teilhaben. So, jetzt würde ich mal im Inner Corner diesen Schimmerton probieren. Mal sehen, ob der so funktioniert, wie ich denke. Ob ich das mit diesem Teil auftragen kann. Oder ob ich das eher mit dem Finger auftragen müsste. Es geht, aber ich nehme lieber den Finger dazu. Mal sehen. Oh, da ist es wirklich intensiver. Das macht so ein Unterschied. Oh, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Und jetzt nehme ich noch diesen anderen Glitzerton. Und den tupfe ich mir hier oben noch aufs Auge. Ich glaube, wird mein Chef heute halt sagen, na, ist bei dir schon Fasching? Und dann sage ich, man muss sich ja die Laune ein bisschen aufbauen. Oh, mein Gestöhne heute, das ist wirklich schlimm. Aber ich bin halt einfach wieder begeistert von den Schimmertönen. Ich liebe das ja, wenn man das als Highlight immer noch so draufsetzen kann. Gefällt mir gut. Und jetzt tue ich noch hinten in die Ecken. Wir haben ja hier noch schöne dunkle Glitzertöne. Da gehe ich damit mal noch drüber. Schönes Lila. Oh, das geht gar nicht. Liegt vielleicht an diesem. Oh, das ja. Weil da schon was drauf ist. Oh, der ganz dunklere geht einfach besser. Tun wir trotzdem noch ein bisschen verblenden hier. Sehen, hier können wir ein bisschen mit dem Pinsel noch umwenden. So, na, jeder hat so eine andere Schminktechnik.
So, dann versuche ich mir mal mit so einem Pinsel unterm Auge noch einen leichten Strich zu ziehen. Mach, welchen nehmen wir denn da jetzt? Wir nehmen trotzdem das Lila. Ja, der passt gut dazu. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also es gefällt mir wirklich gut. Ich zeige euch nochmal die Farben. Die Palette. Und jetzt fixieren wir das noch, weil ich muss damit heute noch auf Arbeit gehen. Das ist mein Catrice Bronze Away 2. Das nehme ich so lange hier, bis es alle ist, wenn ich hier meine Schminkis mache. Dann habe ich hier noch einen M. Asam Lippenstift, den ich gerne benutzen möchte, der mir, wie schon beim letzten Mal gesagt, etwas fest ist. Nicht ganz dazu. Könnte man noch mit einem etwas brauneren Lipgloss drüber gehen. Und meine Mascara, die ich jetzt noch schnell auftrage. Und da ist mein Look wirklich fertig. So, ich trage das mal in Ruhe auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ich finde den Look gelungen. Oh, ein Glanz im Gesicht. So, nochmal beide Paletten. Jeweils 9,99 Euro. Die Blooming Wings und die Code Fancy. No? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Über ein Abo würde ich mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, dann schaltet ein, aktiviert das Glöckchen, genau, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Tschüss, eure Carina.